geht auf der einen Seite um Geld und Gerechtigkeit. Ne? Wem gehört das? Und auf der anderen Seite geht es um Zugehörigkeit. Wo gehöre ich hin? Im Sommer 1990 entdecken Maren, Robert und Volker in einem alten Schacht in der Nähe von Halberstadt die Millionen der DDR. Das Geld wurde aufgrund der Währungsunion dort eingelagert, um zu verrotten. Dem Trio gelingt es, Rucksäcke voller Geldscheine hinauszuschmuggeln. Und schon bald entwickeln sie ein ausgeklügeltes System, um das inzwischen wertlose Geld in Waren zu tauschen und den Westlern und ihrem Kapitalismus ein Schnippchen zu schlagen. Wir sind keine Verbrecher. Wir wollen nur ein bisschen Gerechtigkeit. Jetzt haben wir den Sozialismus ruiniert und jetzt ist der Kapitalismus dran. In 2:1 greift Regisseurin und Drehbuchautorin Nadja Brunkhorst wahre Geschehnisse rund um den sogenannten Schatz von Halberstadt auf. Denn aus dem Stollen, in dem das DDR-Geld eingelagert wurde, verschwand tatsächlich eine hohe Summe. Vielleicht können Sie erstmal zum Einstieg erzählen, also wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Film über die Geschichte des Schatzes von Halberstadt zu drehen? Ich habe ein Buch gelesen von Peter Ensikat. Kennen Sie Peter Ensikat? Das ist ein Kabarettist gewesen damals, leider schon tot. Hat auch mit Dieter Hildebrand zusammengearbeitet später. Toller Mensch. Und in diesem Buch stand ein Satz. Und der hieß, die Millionen der DDR sind in einem Stollen eingelagert. Und ich so, was? Das ist halt Kino. Also da habe ich sofort gewusst, das ist Kino. Und dann habe ich sehr viel recherchiert. Bin da auch hingefahren nach Halberstadt, habe mir diesen Stollen angesehen. Der ist so 300 Meter lang, 8 Meter hoch. Und da ist kein Geld mehr drin. Bitte allen sagen, da ist nichts mehr drin. Ist alles rausgeholt worden. Aber das war halt, es ist halt so eine spannende Geschichte. Das habe ich sehr viel recherchiert und dann habe ich gewusst, das muss ich machen. Vom Grundgenre ist es ja eine Komödie, aber natürlich werden ja auch viele Themen angesprochen, wie so ein bisschen diese Desillusionierung, natürlich die Schere zwischen Arm und Reich. Wie schwierig war es für Sie, auch so die richtige Tonalität zu finden, auch bei eben Themen, die ja also eine gesellschaftspolitische Relevanz haben? Ich hatte ja das Glück, so unglaublich gute Schauspieler dabei zu haben, mit Sandra Hüller und Ronald Zerfeld, Max Riemel, Peter Kurt und so, Ursula Werner. Die haben mir einfach sehr geholfen, diesen Ton auch zu treffen. Also so, ich bin grundsätzlich so jemand, dass ich versuche, Sachen leicht zu erzählen, weil ich immer sage, wenn man lacht, dann trifft es noch mehr ins Herz. Und das ist ja bei dem Film auch wirklich gut gelungen, dass man da locker und leicht rauskommt auch, dass man gut gelaunt aus dem Kino rauskommt und trotzdem was mitnehmen kann. Ne? Was würden Sie sagen, inwiefern ist die Komödie generell dafür geeignet, um eben auch auf bestimmte, sag ich mal, Problematiken oder gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam zu machen? Die ist hervorragend dazu geeignet. Das ist halt die hohe Kunst. Ne? Also Charlie Chaplin ist ja der Inbegriff eines Menschen, der humorvoll aufmerksam gemacht hat auf gesellschaftliche Themen. Und zwar immer schon. Der große Diktator. Was für ein toller Film. Das ist für mich einer der besten Filme über diese NS-Zeit, weil ich da einfach so viel verstehe. Und ich habe großen Spaß daran, Leute zu unterhalten und mit einem humorvollen Blick durchs Leben zu führen. Und dann nimmt man viel mehr auf, als man denkt, wenn man wirklich mit ein bisschen Leichtigkeit das erzählt kriegt. Wir Deutschen sind immer so tief und so, ne, dann müsste der Film schwarz-weiß sein und dann müsste man so, ne. Ist überhaupt nicht mein Anliegen. Ich habe mehr so einen französischen Stil, so ein bisschen, ne, farblich, froh. Es war ja auch ein toller Sommer 1990. Und diese Lockerheit, diese Leichtigkeit mitzunehmen und dann noch ein bisschen Heist-Movie, ein bisschen Einbruch, gute Musik, ne. Und dann kann man sehr viel mehr reinbringen, als man so denkt. Also, wir haben uns was überlegt. Wir kaufen unseren VEB. 200er, die gibt's doch gar nicht. Nie ausgegeben. Die sind gedruckt worden, damit wir liquide sind, wenn wir die BRD übernehmen. Was würden Sie sagen, was ist so für Sie also die Essenz Ihrer Geschichte? Naja, es geht auf der einen Seite um Geld und Gerechtigkeit. Ne? Wem gehört das? Und auf der anderen Seite geht es um Zugehörigkeit. Wo gehöre ich hin? Zu wem gehöre ich? Und auch dieses, was ja immer in so einer archaischen Grundstruktur, die ein kleines Dorf kämpft gegen den großen Staat, drin ist, dieses, wir lassen uns nicht unterkriegen. Ne? Wir machen gewieft etwas, um uns nicht unterkriegen zu lassen. Und die machen ja ein Perpetuum mobile des Verkaufes,
um sich gegen diesen anrollenden Kapitalismus zu wehren. Ne? Und das machen die mit so einem Charme, finde ich. Und das macht, man schaut denen so gerne zu, dass man da liebend gern mitgeht. Was denken die, wie viel ist denn das? Das sind ein paar Millionen. Dann werden wir Millionäre. Wir werden Millionäre. Ja. Kann ich das jetzt haben? Ja, ja, nimm's. Ein Gedanke, der auch im Film vorkommt oder auch auf dem Plakat steht, ist ja, Geld ist gedruckte Freiheit. Und natürlich leben wir in einer Gesellschaft, wo sich sehr viel um Geld dreht. Wie stehen Sie persönlich zu der Frage, ob Geld glücklich macht? Geld macht, glaube ich, schon glücklich. Also sagen wir so, bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, aber diesen Punkt haben viele von uns noch nicht erreicht, ich auch noch nicht. Das Geld braucht so eine wirklich ein dass allen um dich herum gut geht, ja? Dass deine Kinder gut versorgt sind, dass du selber weißt, dass du durchkommst bis zu deinem Tode. Ne? Wenn das alles gesichert ist, bis dahin macht Geld echt glücklich. Weil jeder Pfennig, jeder Cent, ne? Jedes kleine Dings, was du sammelst, ja? Kann dir auch ein Traum. Ne? Ich merke schon, wenn ich das anfasse, das Geld, ne? Das macht was mit dir. Ne? Weil es ist irgendwie ein Traum. Ne? Ich kann mir dafür was kaufen. Da macht das schon glücklich. Dann gibt es irgendwann so das Perpetuum mobile der Gier, sage ich mal, wo das sich dann so verselbstständigt an Börsen oder sowas, wo ich dann sage, da macht das nicht mehr glücklich, da machst du noch Stress. Aber davon sind wir jetzt normallos alle weit entfernt. Ich glaube schon, dass Geld glücklich macht. All die Jahre wurden mir beschissen. Aber das hast du immer schon gewusst. Ja. Aber gehofft habe ich es anders. Der Sommer 1990 hatte ja auch eine gewisse Aufbruchsstimmung, aber eben natürlich auch für viele eine gewisse Desillusionierung. Also wie haben Sie persönlich vielleicht so diese Wendezeit erlebt und was ist da noch an Erinnerung hängen geblieben? Ich persönlich war leider nicht da. Ich war in Bochum auf der Schauspielschule zu der Zeit, war 22. Und das ist vielleicht auch meine Sehnsucht. Ich wäre gerne da gewesen. Ich habe ja wirklich sehr viel recherchiert, mit sehr vielen Leuten geredet über diese Zeit und wie es ihnen da gegangen ist. Und viele haben gesagt, das war die beste Zeit meines Lebens. Also zumindest 1990. Wir reden nicht über 1991, das ist wieder eine andere Nummer. Aber 1990 hatte so viel Potenzial an Möglichkeiten, an Chancen, an Veränderungen. Und zudem war es noch ein schöner Sommer. Also es hat wirklich die Sonne geschienen. Ne? Und das kommt ja in dem Film auch rüber. Wir erzählen da ja so 36 Grad. Ne? So. Und das, dieses Gefühl wollte ich aufnehmen, ne? Das ist die beste Zeit meines Lebens. Wie schwierig ist es, sozusagen eine Epoche wieder aufleben zu lassen, die ja mehr als 30 Jahre zurückliegt? Also was so ein Szenenbild, Kostüme angeht und eben so diese ganze Atmosphäre zu kreieren? Na, das ist wie bei jedem Film. Also ob ich jetzt 30 Jahre zurückgehe oder 200, ist vollkommen wurscht. Also das ist einfach schwierig. Also aber da, weil du alles, was im Film vorkommt, musst du gestalten. Also du musst alles abschrauben, was nicht dazugehört und alles. Aber das ist unsere Arbeit, das machen wir gern, wenn es denn sein muss. Und machen wir auch gut und das funktioniert ja gut. Ne? Mir war es wichtig, dass die alle gut aussehen, dass wir nicht über Kostüme lachen müssen, sondern dass wir sagen, hey, das sind unsere Helden. Ne? Ich habe viele Bilder rangekarrt, wo ich gesagt habe, guck mal, die Jacke, die ist doch toll, sowas könnte Makoski tragen und so. Also, dass man so eine tolle Kostümbildnerin, die Annegret Oehme, die einfach mit einer Leidenschaft da aus, weiß ich, wo die es hergezogen hat, Originalklamotten von vor 30 Jahren, die aber trotzdem alle gut aussehen. Ne? Jeder Einzelne. Wir haben so lange gearbeitet, dass jeder von der Hausgemeinschaft, ne? Wir hatten ja 32 Komparsen aus Gera, die habe ich alle handverlesen gecastet. Und da haben wir jedem was Gutes angezogen, ne? Dass jeder in seiner Rolle gut aussieht. Genau, und auch Stichwort Casting, das hat uns ja eben schon angedeutet, dass eben auch diese Tonalität deswegen funktioniert, weil man ja wirklich sehr, sehr starke Schauspieler in den Hauptrollen hat. Hatten Sie zum Beispiel Sandra Hüller während des Schreibens schon vor Augen oder wie ist dann so der Gesamtcast zusammengekommen? Wenn ich jemanden schon vor Augen habe beim Schreiben, dann limitiere ich mich beim Schreiben. Das versuche ich zu vermeiden. Beim Schreiben möchte ich die Möglichkeit haben, die Figur nochmal komplett zu ändern, wenn es denn sein muss. Ne? Also man schreibt und dann merkst du, oh nee, und ich möchte die Möglichkeit haben. Das geht nicht, wenn ich schon sage, ah, das soll der spielen oder so. Dann bin ich eingefangen. Das heißt, bei mir kommt erstmal das Schreiben. Mit viel, wie gesagt, viel Recherche, viel Reden, mit vielen Leuten reden, gegenlesen lassen. Ich lasse viele Leute gegenlesen, die nichts mit Kino zu tun haben. Ich sage, zeichnet mir bitte an, wo ihr gelacht habt. Ne? So, ich will einfach wissen, wo lacht wer. Ne? Und dann, wenn das Buch steht, wenn es da ist, dann muss ich quasi alles umdrehen, ne? Vom Autor. Du machst einmal Klick, Klick, Klick im Kopf. Und schaltest vom Autor zum Regisseur.
Und dann nimmst du das Buch, schaust es nochmal neu an und sagst, okay, wer spielt denn das jetzt? Und mit jedem Darsteller, den ich aussuche, verändert sich der Film komplett. Komplett. Also hätte ich da jemand anders genommen, wäre es ein ganz anderer Film. Das heißt, das sind große Entscheidungen, die man dann auch schwitzend macht. Ja, genau. Und dann weißt du aber irgendwann, also jetzt in dem Fall hatten wir wirklich Glück, haben alle sofort zugesagt, nachdem sie das Buch gelesen haben, auch Sandra, und sie fanden das alle, es hat gezogen, hat einen guten Stern. Das Buch hatte einen guten Stern. Und die Leute am Set, wir haben ja eine riesen Riege an tollen Schauspielern, die hätten, das hätte ja auch Krieg geben können, das gibt's, ne? Es hätte ja auch Eifersüchteleien oder was. Nichts. Das war freundlich. Wir haben echt, dieses Gefühl, was rüberkommt im Film, hatten wir auch ein bisschen am Set. Ne? Wir hatten wirklich so eine Sommerparty in Gera. Ne? Es war so manchmal ein bisschen regnerisch, aber wir haben richtig Spaß gehabt. Ne? Vielen Dank. Wir reden über jetzt, was du gefunden hast und was dem Staat gehört. Und weil es dem Staat gehört und wir eine Volkswirtschaft sind, gehört es dem Volk. Und da wir das Volk sind, gehört es quasi uns.